Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alex und ich zeige euch heute das Bildbearbeitungsprogramm GIMP. Für dieses Tutorial gehe ich davon aus, dass ihr bisher noch keine Erfahrung mit irgendwelchen Bildbearbeitungsprogrammen habt. Das heißt, ich fange komplett von Null an und versuche euch zu erklären, wie GIMP bzw. wie Bildbearbeitungsprogramme generell funktionieren. In dem heutigen Video geht es erstmal darum, GIMP runterzuladen und zu installieren und dann ein paar erste Schritte mit GIMP zu machen. So, damit wir mit GIMP erstmal starten können, geht ihr zu Google und gebt dort einfach einmal GIMP in die Suchleiste ein. Und dann landet ihr hier mit dem ersten Treffer auf www.gimp.org. Die Webseite sieht bei mir jetzt gerade so hier aus und ihr könnt hier über diesen roten Button die aktuelle Version runterladen. Das ist für dieses Tutorial jetzt die Version 2.8.22. Da klickt ihr drauf auf diesen Button und dann kommt ihr hier auf die Download-Seite von GIMP. Und hier wählt ihr jetzt euer Betriebssystem aus. Standardmäßig ist Windows bereits ausgewählt. Ich denke, das wird auf die meisten von euch zutreffen. Und dann klickt ihr hier auf den orangenen Button, um eine Setup-Datei für GIMP direkt runterzuladen. Das spare ich mir jetzt hier, weil ich GIMP schon installiert habe. Was dann passieren müsste, wenn ihr hier drauf geklickt habt, ist, dass sich sozusagen diese Installationsdatei runterlädt. In Chrome passiert das hier rechts, links unten und da klickt ihr einmal drauf, wenn das fertig gedownloadet ist und dann bekommt ihr einen Installationsdialog, den man relativ einfach durchklicken kann und dann sollte sich GIMP installieren. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier nicht vor, erstens weil ich das schon getan, also weil ich es schon installiert habe und zweitens weil es wirklich eigentlich nicht so schwer sein sollte. Und wenn es trotzdem Probleme bei der Installation gibt, dann sagt in den Kommentaren Bescheid und ich versuche euch zu helfen. Okay, wenn ihr GIMP installiert habt, dann könnt ihr das starten, indem ihr ja auf die Verknüpfung, die es dann wahrscheinlich erstellt hat, einfach einmal doppelt draufklickt. Und dann öffnet sich hier dieses kleine GIMP-Startup-Fenster. Dann lädt GIMP ein paar Sachen und dann sollte nach einiger Zeit das so hier bei euch aussehen. Hier seht ihr jetzt GIMP vor euch. Falls das, das habe ich schon gesehen, dass es beim ersten Mal starten nicht so aussieht wie hier, sondern dass es im sogenannten Dock-Modus ist, oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also wenn es bei euch irgendwie so hier aussieht, dass das mehrere einzelne Fenster sind, die da irgendwie rumschwirren, dann könnt ihr die zusammenfügen zu einem Einzelfenster, indem ihr hier auf Fenster klickt und dann auf Einzelfenster-Modus. Und dann wird, werden alle diese rumschwirrenden Fenster zu einem zusammengefasst und dann habt ihr GIMP im Einzelfenstermodus. Das wollte ich bloß erwähnen, weil ich das tatsächlich schon gesehen habe und das manchmal ein bisschen verwirrend ist, wie man hier wieder auf ein großes Fenster kommt. So, genau, hier haben wir jetzt GIMP vor uns und ich würde sagen, wir starten einfach mal, indem wir eine neue Datei erstellen. Also wie immer, lasst euch bitte nicht erschlagen von all dem, was hier an der Seite irgendwie passiert. Das ist für uns erstmal vollkommen unwichtig. Wir starten einfach, indem wir hier oben auf Datei klicken. Na komm. Und dann eine neue Datei erstellen, indem wir hier auf Neu klicken. Und dann kommt hier der Ein neues Bild erstellen Dialog. Und da könnt ihr jetzt auswählen, wie groß eure Datei werden soll. Standardmäßig sind hier bei mir 640 x 400 Pixel ausgewählt. Ich würde jetzt gerne ein Bild erstellen, das irgendwie 1000 x 1000 Pixel groß ist, das heißt ein quadratisches Bild. Und dann klicke ich hier auf OK und dann habe ich hier mein, mein quadratisches Bild vor mir, so wie ich es halt haben wollte. So, wie gesagt, in diesem Tutorial wollte ich erstmal darauf eingehen, wie man GIMP generell bekommt und wie man hier ein paar erste Schritte geht. Und der meiner Meinung nach erstmal wichtigste Teil von eigentlich jedem etwas fortgeschritteneren Bildprogramm sind die sogenannten Ebenen, beziehungsweise das Konzept der Ebenen zu verstehen. Und zwar sind Ebenen im Prinzip wie Blätter von Papier, die ihr irgendwie übereinander legt. Und das versuche ich jetzt hier mal zu demonstrieren. Auf der rechten Seite hat es jetzt gerade, wenn ihr hier oben die Ebenenansicht bzw. diesen Ebenenreiter öffnet, der hier irgendwo zu finden sein sollte, wenn er nicht standardmäßig geöffnet ist, eine neue Ebene hinzugefügt, und zwar die Hintergrundebene. Die kann ich jetzt hier anklicken. Und ihr seht, dass das einfach in dieser Vorschau hier einfach nur eine weiße Ebene ist. Das ist genau die, die wir hier vor uns sehen. Und ich kann jetzt in mein Bild neue Ebenen hinzufügen. Und zwar, indem ich hier unten auf dieses weiße Blatt draufklicke und dann einfach in dem eine neue Ebene erstellen Dialog hier auswähle, was ich gerne für eine neue Ebene hätte. Und hier kann ich jetzt die Ebene direkt füllen, wenn ich möchte, mit der Vordergrund-Hintergrundfarbe oder mit Weiß. Die Vordergrundfarbe ist dabei einfach die Farbe, die hier aktuell ausgewählt ist. Das ist hier schwarz standardmäßig und die Hintergrundfarbe ist weiß standardmäßig. Daran habe ich jetzt gerade nichts geändert.
Und ja, ich könnte es auch weiß machen oder halt transparent. Und ich möchte jetzt hier erstmal zeigen, wie transparente Ebenen funktionieren, weil das sehr wichtig ist zu verstehen, wie transparente Ebenen ja, in Bildbearbeitungsprogrammen funktionieren. Also ich wähle Transparenz aus, beziehungsweise es ist schon ausgewählt und dann klicke ich auf OK. Was wir jetzt hier in unserem Ebenenreiter auf der rechten Seite sehen können, ist, dass wir jetzt neben der Hintergrundebene, die wir gerade eben auch schon hatten, dieser weißen Ebene, noch eine neue Ebene hinzugefügt bekommen haben, die jetzt hier einfach Ebene heißt und die ist transparent. Also die hat tatsächlich nicht dieses Schachbrettmuster, was ihr hier sehen könnt, sondern dieses Schachbrettmuster ist immer das Zeichen dafür, dass dass da sozusagen nichts ist, dass das einfach durchsichtig ist. So, und jetzt demonstrieren wir mal, wie so eine transparente Ebene funktioniert, indem wir einfach mal auf diese transparente Ebene draufmalen. Dafür wähle ich hier auf der linken Seite den Pinsel aus, das ist einfach der hier. Einfach einmal draufklicken, dann ist dieses Werkzeug sozusagen ausgewählt. Alle Symbole, die ihr hier seht, stellen in irgendeiner Form Werkzeuge dar, die ihr verwenden könnt. Manche davon sind ziemlich fortgeschritten, manche davon sind ziemlich einfach, wie zum Beispiel der Radiergummi und der Pinsel. Das sollte relativ logisch sein, mit dem einen male ich und mit dem anderen radiere ich wieder weg. Und genau, ich wähle jetzt hier den Pinsel aus, lasse alles hier in den Einstellungen, wie es bereits war. Gehe hier über mein Bild, dann seht ihr schon einen kleinen Pinsel rechts unter meinem Mauszeiger, das heißt, der Pinsel ist ausgewählt. Und wenn ich jetzt hier auch noch die transparente Ebene auswähle, sodass sie hier blau unterlegt ist und dann anfange, hier einfach mal drauf rumzumalen, dann kann ich hier jetzt zum Beispiel zwei Kreise nebeneinander malen. So. Ich mal einfach ein Smiley. So. Wunderschön. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe gerade auf die transparente Ebene gemalt. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich bei YouTube nicht so richtig sehen, aber bei euch zu Hause vielleicht schon. Hier in der Vorschau kann man erkennen, dass hier sozusagen dieser Smiley so zu sehen ist. Und das bedeutet jetzt, dass wir auf die transparente Ebene draufgemalt haben. So, was ist jetzt der Unterschied daran, auf eine transparente Ebene zu malen, im Gegensatz zur Hintergrundebene? Wenn ich jetzt die Hintergrundebene auswähle und dann hier einfach mal die Farbe von meinem Pinsel ändere, indem ich hier auf diese Vordergrundfarbe draufklicke und dann einfach mal rot auswähle, indem ich hier einfach meinen Mauszeiger drin rumziehe, rot auswähle, auf OK klicke und dann hier rot ausgewählt ist, ich jetzt auf meine Hintergrundebene gehe und hier jetzt einfach mal ein paar Striche mache, beziehungsweise ein bisschen male, dann könnt ihr sehen, dass die Striche, die ich jetzt gerade gemalt habe, hinter der transparenten Ebene liegen, beziehungsweise hinter oder unter die schwarzen Linien kommen. So, das liegt jetzt daran, dass die transparente Ebene hier sozusagen einfach auf dem Hintergrund drauf liegt. Ich würde das nochmal versuchen, irgendwie anders zu erklären. Also die Hintergrundebene ist sozusagen wie eine Unterlage, die ich einfach auf meinen Schreibtisch lege. Einfach eine Schreibtischunterlage und jetzt habe ich eine Klarsichtfolie oder irgendeine durchsichtige transparente Folie genommen und die auf meine Unterlage draufgelegt. Das ist jetzt hier die transparente Ebene. Und dann habe ich einmal auf die transparente Ebene, also auf die Klarsichtfolie, meinen Smiley drauf gemalt und danach habe ich die Klarsichtfolie genommen, zur Seite genommen und dann auf meine Unterlage drauf gemalt. Das sind die roten Linien und dann die Klarsichtfolie wieder drüber gelegt. Das Bild, was dabei entsteht, ist dann das, was wir hier sehen. Und genau, das ist quasi das Prinzip. Alles, was von der hier in dieser, das hier ist auch eine Hierarchie, also alles, was hier in dieser Hierarchie am weitesten oben ist, das ist halt zu sehen. Und alle Ebenen, die darunter liegen, die kann ich nur dann sehen, wenn sie von der Ebene, die darüber liegt, nicht verdeckt werden. In dem Fall wird jetzt hier ein bisschen von dem Rot überdeckt, beziehungsweise auch von dem Weiß von der Hintergrundebene. So, und das Schöne an Ebenen ist jetzt, dass ich die unabhängig sozusagen voneinander bedienen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier über dieses Auge Ebenen auch sichtbar und eben durchsichtig schalten. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel auf dieses Auge klicken und dann seht ihr, damit verschwindet jetzt meine aktuelle Ebene, beziehungsweise sie wird nicht angezeigt. Das Ganze kann ich auch mit der Hintergrundebene machen. Und außerdem kann ich Ebenen auch noch separat voneinander bewegen. Das heißt, wenn ich hier dieses Bewegen oder dieses Ebenenverschieben-Tool aufrufe, das blaue mit den Pfeilen hier, dann kann ich zum Beispiel die Ebene, die ich verschieben möchte, auswählen und dann einfach mit gedrückter Maustaste die Ebene verschieben, indem ich sie an irgendeiner Stelle anfasse, wo sie halt wo drauf gemalt wurde. Das heißt, ich passe jetzt hier den Smiley einfach am Auge an und ziehe ihn durch die Gegend. Dann seht ihr jetzt, dass hier der Smiley durch die Gegend gezogen wird, während der Hintergrund einfach so bleibt, wie er ist. Es ist wieder relativ einfach
verständlich mit der Analogie zu der Klarsichtfolie und der Schreibtischunterlage. In dem Fall hier verschiebe ich jetzt einfach gerade die Klarsichtfolie auf meiner Schreibtischunterlage. So, genau, das ist das Grundprinzip der Ebenen. Das heißt, die fungieren jetzt vollkommen unabhängig voneinander. Und ich könnte jetzt auch noch eine dritte Ebene erstellen, indem ich hier unten wieder auf Ebene erstellen klicke und wieder eine transparente Ebene auswähle. Ich ziehe es mal hier in die Mitte und einfach auf OK klicke. Und dann meinetwegen die Farbe Blau auswähle und nochmal den Pinsel. Und jetzt könnte ich zum Beispiel einen anderen Pinsel verwenden. Wenn ich jetzt nicht mehr diesen kreisrunden Pinsel verwenden möchte, dann kann ich hier in diesen Pinseleinstellungen auf dieses Symbol klicken, wo ich gerade die aktuelle Pinselform sehe. Und dann meinetwegen den Stern auswählen. Dann kann ich die Größe ein bisschen verändern, indem ich hier einfach mit der Maus ein bisschen drin rumziehe. Und dann könnte ich hier jetzt auch noch ein paar Sterne reinmalen, wenn ich möchte. Und die sind jetzt wieder, weil ich hier diese Ebene ausgewählt habe, also die oberste, sind die jetzt auf diese oberste Ebene gemalt worden. Und jetzt kann ich die wieder zum Beispiel ausblenden, wenn ich möchte, oder auch mit dem Verschieben-Tool halt separat verschieben. Das hat halt enorme Vorteile, wenn man Bilder sozusagen in verschiedene Ebenen unterteilt, dann kann man verschiedenste Szenarien sozusagen durchprobieren, dann gucken, wie die aussehen, wenn ich verschiedene Ebenen einblende, ausblende oder halt geteilt bearbeite. So, und das war jetzt das Grundprinzip von Ebenen. Ich hoffe, ich habe an der Stelle erstmal nicht zu viel vergessen. Mir ist klar, dass das Bild, was ich jetzt hier gemalt habe, nicht das schönste ist. Ich wollte erstmal grundsätzlich klarstellen, wie Ebenen funktionieren, und ich denke, das habe ich jetzt getan. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie Ebenen funktionieren oder generell zur Installation von GIMP, dann stellt sie einfach in den Kommentaren. Ich werde in den folgenden Videos noch auf die ganzen weiteren Tools hier eingehen und euch zeigen, wie ihr bestimmte Effekte oder bestimmte Bilder direkt erstellen könnt. Das heißt, ich werde versuchen, mich an praktischen Sachen zu orientieren, das heißt, auf ein spezielles Bild hinzuarbeiten. Aber das werdet ihr dann sehen. Für jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.